herzliches Willkommen zurück in der mittelalterlichen Welt von Life is Feudal oder Life is Feudal, wie man es auch immer aussprechen mag. Und wir haben beim letzten Mal ja ein paar Sachen gemacht, wie unter anderem die Feldarbeit. Wir haben ein bisschen geschmolzen, ein paar Sachen produziert und auch die Mauer hier erweitert. Und wie wir hier stark erkennen können, das Einzige, was sich hier verändert hat, ist, dass hier die Bäume fehlen. Ich habe hier ein paar gefällt, habe die dann hier oben hingebracht für die Mauer und hier unten in das Lager. Und bevor ich jetzt hier zu unserem Feld komme, denn wir können uns vielleicht erinnern, wir haben ja einen kleinen Test gemacht. Wir haben eine Seite gemacht mit Dünger, eine Seite ohne Dünger. Das wollten wir ja mal ausprobieren. Theoretisch müsste es, also es sind jetzt schon 2 Tage rum, deswegen hoffe ich, dass das auch funktioniert hat, aber eigentlich müsste das Feld jetzt fertig sein. Und da in der Zeit keiner online war, durfte auch gar keiner mein Zeug abgeerntet haben. Ich möchte nur eben mal ein bisschen hier das Kieferzeug einpflanzen und gleichzeitig dann auch noch ein bisschen quatschen, sage ich mal. Denn das Problem hier in Life is Feudal ist einfach, man kann alleine nicht wirklich hier weit kommen. Ich habe es aber beim letzten Mal schon erklärt ein bisschen. Kümmere ich mich nicht um die Tiere, sterben sie. Kümmere ich mich um die Tiere, kann ich mich nicht um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel Eisenabbau oder sowas. Und da kracht dann die Mine wieder ein. Kümmere ich mich um beides irgendwie, kann ich mich nur noch um das kümmern, aber nicht um den Rest, sprich weiterbauen. Und meine Jungs sind momentan nicht gerade die aktivsten Mitspieler, obwohl wir zu viert eigentlich sind. Klappt einfach nicht. Und deswegen muss ich hier leider sagen, ist es mir nicht mehr es ist einfach nicht mehr möglich, irgendwie jeden Tag eine Life is Feudal-Folge rauszuhauen. Mir war es machbar, weil ich halt diesen Stream hatte mit 7 Folgen am Stück. Da war es dann relativ simpel, das Ganze dann auf 7 Folgen aufzuteilen. Aber ihr habt ja selber gesehen, gestern kam jetzt keine raus. Für diejenigen, die das jetzt heute gucken. Aber das ist schwer zu sagen. Gestern ist ja... Also ich habe eine Folge rausgebracht, am nächsten Tag kam keine und am übernächsten Tag kam wieder eine. Und diese Folge hier wird wahrscheinlich dann auch wieder im gleichen Rhythmus rauskommen, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr kompliziert, das Ganze dann täglich zu machen. Deswegen stellt euch darauf ein, dass das hier eventuell erst einmal die letzte Folge sein wird. Denn wie gesagt, ich kann euch nicht viel zeigen, wenn hier nichts voranschreitet. Und ihr seht selbst, ich pflanze jetzt hier gerade ein paar Bäume, um das Ganze hier zu untermauern. Aber das ist für euch eigentlich relativ uninteressant. Denn, naja, Bäume pflanzen ist jetzt nicht wirklich sehr spektakulär. Das gleiche könnte ich dann auch sagen bei der Feldarbeit, beim Minenbau oder auch beim Häuserbau. Ich kann euch da, klar, ich kann euch zeigen, wie ich das Material sammle, aber das ist auf Dauer immer das gleiche. Und ja, das ist vielleicht auch so ein kleines Manko an diesem Spiel, dass halt auch die Action so gesehen dann einfach wegfällt, weil wir halt auch keine Gegner haben. So, das ist schon der letzte Baum. Und deswegen, so leid es mir tut für diejenigen, die das jetzt hier schön fleißig mit angeschaut haben. Also, ja, mir bleibt eigentlich momentan nichts anderes übrig, als das Ganze hier ein bisschen runterzufahren. Beziehungsweise, ich möchte nicht das Wort einstellen verwenden, dass ich das Projekt einstellen möchte, aber momentan geht's nicht anders. Mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Vielleicht hat ja der ein oder andere mal wieder Zeit, hier ein bisschen mehr aktiv zu sein. Dann können wir hier auch mal ein bisschen weiter vorankommen. Dann bringe ich natürlich Folgen rein. Also, ich mache jetzt hier nicht den Server zu und lösche alles. Das auf keinen Fall. Aber, ja, vielleicht kriege ich auch noch ein paar Infovideos mit rein. Wenn dann Patches dazukommen, die dann hier entscheidend neue Sachen bringen. Das auf jeden Fall. Das kann ich mal gucken. Aber ansonsten werde ich das hier als aktives Survival-Projekt erst einmal für beendet erklären. Und hier erstmal kurz die Video-Settings umstellen, dass ich hier das Zeug sehe. Oh, das hat wieder wunderbar funktioniert. Ach nö. Das Zeug ist weg. Oh, ist es verdorrt auch noch. Das kann natürlich auch sein.
muss ich das, ja, guck, das meine ich, jetzt war ich mal einen Tag nicht hier und schon ist alles weg. Man muss in diesem Spiel Dauer online, also naja, Dauer online jetzt nicht, aber man muss hier in diesem Spiel mindestens einmal pro Tag online kommen. Und ich hatte gestern einfach absolut gar keine Zeit und schon hat man den Salat. Ja, dann kann ich nicht mal das hier euch zeigen, es tut mir wahnsinnig leid. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, ich könnte es neu einpflanzen und das dann morgen abernten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen dazukomme. Da müsste ich das vor allem hier jetzt schneiden. Ja, nee. Wir lassen das Ganze. Mal gucken, was wir hier noch so anstellen können. In der Zeit. Aber wahrscheinlich eigentlich nicht viel. Also wahrscheinlich wird das jetzt eher so eine kleine Info-Folge. Mehr werde ich jetzt hier nicht machen können. Parallel werde ich jetzt einfach hier an der Mauer weiterbauen. Sprich, ich werde das Holz hier zurechtsägen, was wir hier benötigen. Dazu muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt benötigen. Ich denke mal, viele, viele Bretter werden es sein. Ja, Lehm und Stein natürlich auch. Hier werden sogar Loks sein. Nee, auch nur Bretter. Gut, die Säge. Hoppla, halt. Stopp, bevor du hier Balken siehst. Ah, die Säge ist haltbar genug. Die Blöcke hier sind ja alle 94er Stämme. Also da kriegen wir gute Bretter raus. Und wenn wir das machen, kann ich ja ein bisschen noch weiter erzählen, was zukünftig denn so an Survival abgeht. Denn im anderen Bereich, da läuft ja noch alles, sprich Horror haben wir ja nach wie vor 4. Baldur's Gate haben wir hier im Rollenspiel-Aspektbereich und auch Black Mirror im Adventure-Bereich. Die letzteren zwei will ich auf jeden Fall beibehalten. Bei Horror bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich da weiterverfahre. Es ist dann doch schon ein bisschen aufwendiger, als ich dachte, gerade wegen dem Implementieren der Webcam. Und mir ist halt einfach auch aufgefallen, 4 Projekte ist dann doch ein bisschen too much, was zeitlich bei mir angeht. Ich werde das auf jeden Fall wahrscheinlich um 1 vermindern. Und ich denke erstmal, dass das wahrscheinlich dann Horror sein wird, da Baldur's Gate noch eine ganz schöne Weile geht, glaube ich. Also das wird nicht allzu schnell sein. Nicht allzu schnell beendet sein. Und bei, na ja gut, bei Black Mirror, ich glaube, da sind wir jetzt erstmal so in der Mitte angekommen. Bei 4.2 habe ich eher den Eindruck, dass wir uns langsam dem Ende nähern und deswegen denke ich, ist da das noch eine gute Entscheidung, da dann den Schlussstrich zu ziehen. Und das Horror, ich möchte es nicht einstampfen, natürlich nicht. Ich werde da gucken, dass ich Abwechslung bringe, sprich eventuell, wenn ich dann mit Black Mirror fertig bin, bringe ich dann vielleicht wieder einen Horror raus und nach dem Horror dann das nächste Adventure. Aber das muss ich mal gucken. Ich weiß noch nicht so wirklich, welches Horrorspielchen ich da denn als nächstes bringen könnte. Bei Adventure hätte ich wieder eine Idee. Still Life hätte ich gerne auch hier auf meinem Kanal. Auch ein schon älteres Spielchen. Die einen oder anderen werden es vielleicht kennen, ist die von den gleichen Machern wie Siberia 1 und 2, also Mikroids. Ein sehr, sehr geiles Adventure, das in der heutigen Zeit, oder in der ich nenne es mal in der modernen Zeit spielt. Aber ab und zu gibt es dann auch noch, ich sag mal, andere Zeitenabschnitte. Das Ganze dreht sich eigentlich um eine Dame, eine junge Dame, die, hoppla, halt falsch rum, die Polizistin ist und die Morde aufklärt, die irgendwie sehr ähnlich dem Jack the Ripper Mord sich nähern. Und da gibt es dann auch Parallelen zu den damaligen Fällen und zu den heutigen dann. Eine sehr, sehr coole Sache. Also man könnte eigentlich so sagen, so eine Art, ja, Krimi-Thriller-Adventure möchte ich es mal nennen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das dachte ich mir auf jeden Fall in dem Adventure-Bereich. Rollenspiel, wie gesagt, das passt ja alles soweit. Horror weiß ich noch nicht. Und zum Thema Survival, für diejenigen, die jetzt hier natürlich gucken, ganz klar müssen wir mal schauen. Es sollte, aber das ist halt noch nicht ganz so sicher, irgendwann mal endlich Version 13 von 7 Days to Die kommen. Eigentlich hieß es erst im November, jetzt haben wir schon Dezember. Dann hieß es am Nikolaustag, dass ist jetzt aber auch schon vorbei. Jetzt heißt es wieder in den nächsten 2-3 Tagen. Ich bin gespannt. Also wenn da in den nächsten paar Tagen da das Update rauskommt, eventuell gehen wir dann in die Richtung, dass wir dann 7 Days to Die endlich Let's Playen können. Von vorne anfangen auf unserem Server. Und da dann, ja, mal gucken, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Es werden auf jeden Fall mehr sein wie hier, hoffe ich.
Und ich hoffe dann auch, dass da die Leute ein bisschen aktiver sind. Wobei man dazu sagen muss, in 7 Days to Die kann man um einiges mehr alleine hinkriegen als jetzt hier in Life is Futile. Von dem her mache ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen. Ansonsten, in Empyrean kamen ja auch schon wieder ein paar Updates. Genauso wie in Space Engineers. Die Performance hat sich da mittlerweile auch wieder ein bisschen eingekriegt. Bloß befürchte ich durch die Sache, dass wir Planeten jetzt haben. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich den alten Spielstand lade. Wir haben ja, wenn wir für diejenigen, die es verfolgt haben, wir haben ja angefangen, ein großes Schiff zu bauen. Wünschenswert wäre es, wenn ich da weitermachen kann. Aber jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange, komme ich auf einen Planeten raus. Deswegen weiß ich nicht, was passiert, wenn ich quasi, ja, wie soll ich sagen, wenn ich da das Spielstand lade, ob ich da bei unserer Basis rauskomme. Oder ob ich da auf einen Planeten rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, warum auch immer, ich habe es noch nie getestet. Das muss ich mal bei Zeiten testen. Und dann werde ich einfach mal schauen, in welche Richtung das alles geht. Aber das ist dann halt alles abhängig hier von 7 Days to Die. Weil, ganz ehrlich, von allen Survival Games bisher habe ich auf 7 Days to Die am meisten Bock. Weil da halt einfach die Herausforderung auch am meisten ist. Allein schon die Tatsache, dass ich da halt einfach mit diesen 7 Tage kommen die Horden. Da habe ich einfach mehr, ja, mehr Herausforderung. Ich meine, klar, in Empyrean gibt es Drohnenangriffe, aber die sind bei weitem nicht so aggressiv und nicht so kompliziert wie jetzt bei 7 Days to Die. Deswegen, das ist um einiges einfacher. Nicht einfacher, komplizierter. Deswegen macht das da schon mehr Sinn. Gut, bei Space Engineers kommen mittlerweile ja auch, auf diesem einen Planeten gibt es so Art, ja, schon fast Starship Trooper mäßige Bugs, sag ich mal. Aber, naja, gut, Piraten, nach meines Wissens gibt es auch noch. Aber sonst auch nichts. Und ich habe, glaube ich, Facebook angelassen. Ich fand die gut, egal. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Und eigentlich gibt es jetzt nicht mehr als es zu sagen. Gut, ich weiß, ich habe bald, für diejenigen, die es wissen, ich mache ja den Techniker im ersten Lehrjahr jetzt, einen Elektrotechniker. Und dadurch habe ich auch die nette, schöne Option, dass ich wieder auf Ferienzugriff habe. Und mein Wunsch ist natürlich, in den Ferien ein bisschen mehr aufnehmen zu können. Deswegen für all die, die es im Bereich Adventure interessiert. Ich hoffe, ich krieg's hin, dass ich dann endlich Life is Strange Episode 4 und 5 Let's Played bekomme. Dass wir da auch wieder vorankommen und das Projekt endgültig abschließen können. Ich kenne das Ende schon, es ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Aber für diejenigen, die es nicht kennt, ihr müsst euch da auf jeden Fall, also stellt euch da auf was echt Heftiges ein. Ganz ehrlich, wirklich ziemlich heftig. Und ich habe mir auch schon jetzt die Tage überlegt, ich habe immer gesagt, Minecraft, das werde ich zocken, ja, let's play, nein, ich werde es in Ruhe lassen. Da ist jetzt auch eure Meinung ein bisschen gefragt, wollt ihr da was sehen, wollt ihr da es eher nicht sehen? Ich könnte es aufnehmen, aber ich bin mir da nicht sicher, wenn ich bedenke, es gibt Millionen von Let's Playern, die das alles let's playen, die einen gut, die anderen eher weniger gut. Die einen bringen ihr, ja, PvP-Kram. Die anderen bringen ihr so Sachen im Bauen, aber dann eher im Kreativmodus. Was ich bringen würde, ist eher eine Mischung aus Bauen und, ja, alles im Survival-Modus aber. Das wäre dann eher so, dass ich dann, ja, so gewisse komplizierte Sachen wie die ganzen Redstone-Sachen, die werde ich euch dann zeigen zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt da ein Häuschen baue, das werde ich euch jetzt nicht direkt zeigen. Das wird dann einfach, zack, ich sag euch, hier, da wird das und das hinkommen. Und in der nächsten Folge macht's flutsch. Da gibt's dann entweder Zwischenschritte oder das wird schon dastehen. Aber die Augenmerkmale werden eher auf diesen ganzen Redstone-Komplikationen sein. Da bin ich gerade jetzt daran dabei, ein bisschen rumzueiern und rumzubasteln. Und ich bin mir mal überlegen halt, mache ich darüber Let's Play? Mache ich darüber kein Let's Play? Deswegen, eure Meinung ist da gefragt. Wenn ihr sagt, ihr wollt das sehen, dann schaue ich mal, wie ich das Ganze unter einen Hut kriege. Mit den ganzen anderen Sachen. Wenn ihr aber sagt, du, es hat genug von dem ganzen Kram auf YouTube, kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist eure Meinung. Die brauche ich. Ansonsten, ja,
weiß ich ja schlecht, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt. Bevor ich jetzt hier irgendeinen Müll bringe, den ihr eh nicht so wirklich interessant findet, macht es ja dann wenig Sinn. Auch wenn ich weiß, ich habe jetzt nicht die Mods-Mega-Abo-Zahl, ist mir persönlich aber egal. Für mich ist die entscheidende Rolle, diejenigen, die zuhören, auf die kommt es an. Nicht auf irgendwelche 1000 Leute, die da benötigt werden. Ach, ist ja mir wurscht, welche, wie viele Abos ich habe. Mir geht es einfach nur darum, dass ich auf die Leute höre, die mir zuhören. Denn dafür mache ich ja eben die Videos. Klar, für mich mache ich sie persönlich auch. Ist auch logisch. Aber natürlich auch für euch da draußen. Und deswegen ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, was eure Meinung einfach dazu ist. Und ganz ehrlich, bevor ich mich da jetzt um Kopf und Kragen rede, mache ich das Ganze jetzt hier so langsam ein Ende. Ich hoffe, ihr nehmt euch das alles Ganze zu Herzen, was ich hier sage. Ihr versteht das, was Life is Futile angeht, was die anderen Projekte angeht. Und wie gesagt, bei Fragen, schreibt es einfach in die Kommentare unter diesem Video. Ihr könnt mich auch gern privat anschreiben. Ich schaue und versuche so gut wie geht, alles zu beantworten und auf eure Fragen so gut es geht auch einzugehen. Und ich würde dann sagen, wie es denn beim nächsten Mal weitergeht, tja, lasst euch da einfach überraschen, was als nächstes kommt. Ich hoffe, ich persönlich hoffe ja auf jeden Fall auf 7 Days to Die. Und ja, das war es eigentlich so, was ich sagen wollte. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.